Gut. Flashball ging ab. So ein scheiß langen Level. Hallo? Ja, jetzt geht's hier rein. Was ist es denn? Schädelhai-Galaxie. Na komm, so schlimm kann die ja gar nicht sein. Der Stern, die Skeletthai. Zombies also? Nicht schlecht. Oh, lass mich raten. Wir starten auf dem Toadschiff. Zu welchem Zweck das auch immer existiert. So. Jetzt bin ich selber schon gespannt, was ich da machen muss und wie ich gegen dieses Skelettteil ankommen soll. Netter Einblick. Zum ersten Mal ein Vieh, das auch gefährlich aussieht. Grüner Panzer, Panzer, grüner Panzer. Gut, jetzt wird erstmal dieses Ding gesucht und dann wird draufgehauen. Wing, wing. Na klar trifft das Ding nicht. Okay. Und ab. Nicht schlecht. Ich auf die erste Scheißkiste, die ich abgeholt habe. Das scheint aber Schaden gemacht zu haben. Also mit Panzer muss ich ihn auf jeden Fall erwischen. Scheint aber nicht besonders Jagd auf mich zu machen. Stattdessen machen seine Kinder. Wir haben Sack. Warum Panzer? Ein roter. Ich glaube, der rote ist ein wenig schneller als der grüne. Mag mich aber auch irren. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe den. Von Nummer 2 hat er auch gesessen. Was hier? Oh, ich habe Power-Pilz gesehen. Na, hat natürlich nicht getroffen. So groß ist diese Aufgabe eigentlich gar nicht. Ich glaube, nur dreimal erwischen, dann ist er auch schon erledigt. Fickt euch! Mau 3. Ja, das war's. Nein, das war's nicht! Heiliger Scheiße! Verschwinde, Modus. Verschauung. Der rennt durch alles Mögliche durch, aber Cooper-Scheiß macht ihn kaputt. Because fuck Logik. Nein, ey, du solltest ihn noch gar nicht. Ich hab doch gar nicht geschüttelt. Oh. Ich muss nur den Zeiger wiederfinden, das war alles. Ah, ich bin da fertig. So. Komm schon, wo bist du? Wie kann man so ein großes Ding übersehen? Ah. Das ist Nummer 5. Und ich schätze mal, jetzt ist er wirklich im Eimer.
Yep. Und da kommt der Stern. Witzig, dass ich hier hinkomme. Weil hier eigentlich niemand ist. Keine Menschenseele. Kein Pinguin, kein Toad. Eigentlich kein gar nichts. Da-da-da. In your face. Okay, wirklich im Gesicht getroffen habe ich den kein einziges Mal, aber... Der Wille zählt. Sinn dahinter versteht ihr. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, ich habe 69 Sterne gehabt. Na klar doch, ich sehe den Dreck. So. Und jetzt geht's auf ins Bossgebiet. Kreaturenfabrik. Also wir haben letztes Mal ja Bowser Junior, Quatsch, die großen Bowser wieder gehauen. Also wird diesmal wieder Bowser Junior sein. Otterkönig auf dem Lava-Planeten. Moment. So was Ähnliches hatten wir doch schon mal. Entschuldigt diesmal also nur eine von Bowsers Kreaturen, ja? Klasse, ich brauche eine Bombe. Aus dem Weg. Ich dachte schon, Mario legt sich hin. Beziehungsweise fliegt in den Tod. Oh Gott, ist das euer Ernst? Ich muss ein ganzes Band. Ich muss ein Banzai-Bill bei das ganze Feld verfolgen. Komm, komm. Schieß. Lauf. Na gut, ich hätte vielleicht meine Gegner unterwegs kaputt machen sollen. Ich glaube, das erledige ich jetzt auch gleich. Bevor die mir wieder die Tour vermasseln. Komm. Ja, das war schon fast zu nah. Hier bin ich. Ja, da. Ja, 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 ja. Schon sagen, fliegt nicht da rein. Gut, 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 gut. Ich setze mal dieses blöde Käfig rein. Ah, super. Hat das Ding eine maximale Lebensdauer? Wäre super nachzufragen. You spin me not right round. Okay. Geht doch. Bin ich clever, bin ich clever? Nein, sagt's nicht. Ich bin clever. Oh Gott, Jungs. Haben wir nun mal nicht schon mal? Ah, liebe Scheiße. Na komm. Autsch. Das hat wehgetan. Arschabfackelung. Ja. Vorwärts. Und ich bin beim Boss. Haha, das ging schnell.
Also doch, Bowser Junior. Wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa mich fürchterlich ausschimpfen. Da bleibt bloß eins, meine ultimative Waffe. Auf geht's! Otar-König! Wie schafft so ein Knirps eigentlich, dass so ein Monster auf ihn hört? Auch so ein offenbar ziemlich altes Ding. Allerdings, die Nummer hatten wir echt schon mal. Bowser ist nicht das Einzige, was hier recycelt wird. Und hinterher schwieriger wird. Was mir nervt, ist dieses blöde Oktopus. Sind die Feuerviecher hier. Jetzt muss ich warten, bis er wieder so ein Ding abschießt. Ja. Hahaha, da fliegt die Krone in die Lava. Ja, Krone ist Schrott. Gott, wie viele von den Viecher willst du noch spawnen? In your face, bitch! Und schon ist er besiegt. Das? Da hatte ich Glück. Das war wirklich Glück. Ich hätte mir nämlich genauso gut dreimal den Arsch abfackeln können bei der ganzen Geschichte. Das ist mir nicht bei meinem ersten Versuch passiert, als ich das erste Mal gespielt habe. Das war allerdings auf einer Konsole von einem anderen Kollegen. Das war nicht auf meiner. So, wenn ich der Karte auf dem großen Display trauen kann, dann sollte das eigentlich der letzte Raum gewesen sein, in dem der volle Raumvielfalt da ist. Und das macht 71. Vier neue, nur da oben. Und eine andere noch. Da speichere ich ab. Denn jetzt kommt ein echt witziger Punkt des Spiels. Na, mit dir sprechen wir nicht. Es geht jetzt erst einmal weiter. Und zwar noch weiter nach oben. Wobei, ich muss gleich mal gucken, von wo aus das Warp-Ding sitzt. An diesen einen Raum mit dem Haus. Oh nein, Mario, was machst du da? Am besten kommt er da ganz oben wieder hin. Hier geht's lang. Alles klar, jetzt gleich der ab nach oben. Moment, ich habe den Vielfraß noch nicht gefüttert. Na, dann wird's aber Zeit. Okay, dann kommt noch eine Galaxie, bevor ich mich in dieses Häuslein wage. So, wie viele möchtest du denn haben? Tausend? Nein, nicht. Geht klar, Kumpel. Jetzt bohren wir aber auch nichts zu Assiges, klar? Es waren immerhin 1000 Stück. War nicht leicht, die zu sammeln.